Das ist einfach nur hirnrissig. Braucht man nicht. Echt schade. Das hätte man ein bisschen anders machen können, dass wenn man... Okay, Blutrausch, da greift ja alles an. Also auch man selbst würde da fast angegriffen werden. Wenn man aus Versehen daneben stünde. Aber... Was ist denn das hier? Ist das Lava? Das ist Lava? Ich weiß es nicht. Nein. Du mich auch. Blöde Truhe. Bleib stehen, Mora. Ich geb dir gleich Mora, du... Wo haben wir denn hier mal Gegner? Sind die hier unten alle? Natürlich kann ich die nicht anvisieren, weil die viel zu weit weg sind. Die Logik ist strong in this one. Was ist denn das da bitte für ein Berg? Jetzt geht's doch. Sehr schick. Na dann, gehen wir mal weiter. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch zum Level ab? Das war das Falsche. 20.000 knapp. Also 24.000 irgendwas die Dreh herum. Aber alles noch Minimalbeträge. Das ist jetzt trotzdem kein Grund, mir jetzt den Weg in diesen Berg hier nicht zu zeigen. Gibt's da noch nicht mal eine Möglichkeit, da runter zu kommen? Gibt's noch nicht mal einen Weg rüber? Ach du Scheiße. Na gut, das wird dann wahrscheinlich nur ein ganz normales Lager gewesen sein. Aber der Hammerclan muss doch hier sein. Der Eingang ist im Süden. Wir sind irgendwo im Norden. Dann gehen wir einfach mal geradeaus und hoffen, dass wir da irgendwo hinkommen. Und wir werden ja da lang gelaufen. Da können wir eigentlich dann in dem Schwung gleich noch die südlichen Punkte einnehmen. Das sind ja dann die beiden. Müsste klappen. Ich laufe trotzdem noch genudden. Es ist scheiße. Hoffentlich muss ich da nicht schon wieder runterfallen. Alter, es ist so warm. Was ist denn das hier jedes Mal mit diesem Kackwetter? Soll sich mal entscheiden und anständig mal Herbst werden. Schöner, kalter Herbst. Richtig schönes Kackwetter. Also, mir wäre einfach nur lieb, wenn es nun mal kalt ist, aber... Wo habe ich denn jetzt mal diese blöden Jäger? Müssen doch irgendwo welche sein. Oh, da ist was. So. Gut, sonst sollte hier nichts weiter sein. Ja, leider. Schade, wenn man recht hat. Wo war dieses Jägerlager? Ja, aber auch alles gleich aussieht. Alles. Hier geht's hoch und runter und links und rechts überall Schnee. Du hast hier nirgendwo Fixpunkte. Da ist mir der Süden dann wirklich ein bisschen schöner gewesen. Da war zwar alles grün statt weiß, aber da ging es wenigstens nicht permanent hoch und runter. Kriegst du ja total die Krise, Mann. So, oh, ein Troll. An den kann ich mich fast schon erinnern, den hatte ich schon mal vorher gehabt. Und nochmal. Man schafft es wirklich nicht, den Troll so schnell zu besiegen, dass der ein paar Meter vor einem ist. Das ist immer kurz im letzten Moment. Kommt er dann an und fällt um. Dann geradeaus weiter nach links. Yep, der Hammerclan. Eindeutig dort. So, der Wolfsclan ist aber irgendwo anders. Weiter gehen Süd. Wenn ich weiter geradeaus gehe, sollte ich zum Wolfsclan kommen. Könnte ich gleich nochmal mit dieser Quest wenigstens abgeben.
Was ist das? Waren hier Orks? Was du bist du denn? Keinem Clan, aber ein Ork bist du auch nicht. Du bist ja richtig helle. Ja, aber sehen das nicht alle so. Sonst würde ich wohl kaum hier draußen wohnen. Die Ignoranten haben mich rausgeschmissen. Früher war ich beim Wolfsclan. Hm. Was ist passiert? Ich habe eine Hütte die Luft gesprengt. Grimm meinte, ich sei eine Darum wohne ich. Das ist ja genial. Wonach? Ich bin Alchemist. Ich beschäftige Knall. Sprengstoffe aller Art. Ich klingt interessant. Sprengpfeile. Das klingt gut. Erzähl mir. Es ist ganz einfach. Du verschießt den Pfeil und sobald er auftrifft, explodiert er. Keine lästige Zündschnur. Schießen, treffen, explodieren. Fertig. Ganz einfach. Genial. Okay. Und du hast die Genialität dieser Erfindung erkannt. Hätten die Leute damals auf mich gehört, hätten wir auch nicht so viele Probleme mit den Orks. Wir müssten nicht... Die Pfeile. Verkaufst du welche? Oh ja, natürlich. So genial. Ah, herrlich. Farbpfeile, Explosionspfeile. Genial. Irgendwo im Norden, ne? Und mal wieder irgendein Ausgestoßener. Und mit seiner Hilfe wäre das gar nicht erst zu diesem blöden Aufstand gekommen. Aber nein. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Rezept für Sprengpfeile. Können wir gleich noch mitnehmen. Und Sprengpfeile. Geil. Wie viel habe ich denn von dem Team überhaupt? Ja, wir können alle schon mal weg. Das ist unnütz. Ach du heilige Scheiße. Das Ding kann auch weg. Wie viele von diesen Knüppeln habe ich denn eigentlich? Und der ist abgenutzt. Gibt es denn überhaupt mal einen ganz normalen Knüppel? 200, der kann weg, der kann auch weg. Fingersrapier, Eisklinge, Katana, Rubinklinge, nein. Breitschwert, Degen, ganz normales Schwert. Sind das 17? Ne, ich glaube, das sind 17 Bögen. So, muss man noch mal ein bisschen mehr Gold aus dem rausholen. 14 von denen, dann noch ein paar von denen. So, das ist ein bisschen zu krass, das gehen wir dem mal lieber nicht. Genauso wie die. So, 3, 4, 5, 6. Ach, vor allem, wie kann man denn einfach so blöd sein und einen Alchemisten aus der Stadt raushauen? Das sind die Leute, die einem die ganze Zeit helfen. Oh, kacke, nein. Er pullt. Und ich konnte das Pult nicht nutzen, so eine Scheiße. Egal, wie bald? Herr mit deiner Waffe. Ach, das ist ein Pult. Okay. Moment, wir haben ja eigentlich genug über. Puh, Mana-Tränke. 5, 8, 1. Das ist schon mal zu wenig. Da können wir ein paar machen. 20 vielleicht nicht. Vielleicht 10 oder so. Okay, und von den Dingern machen wir den ganzen Rest. So, jetzt haben wir, glaube ich, die ganze Nacht durchgezogen, ohne einmal ins Bett hier zu gehen. 9.52 Uhr, ja, brauchen wir auch gar nicht mehr ins Bett zu gehen. Ja. Solange es hell draußen ist, ist es normal. Bam, 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 Hase. Hase, 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 irgendwo liegt hier noch ein toter Hase rum, den hab ich aber echt keinen Bock hier, den. Wieso sind hier so viele Hasen im Rücken, Mann? Kleine Tiere und Schnee oder und Eis, das funktioniert nicht. Große Tiere und Eis, klar, aber kleine Tiere und Eis, niemals. Es liegt doch alles an der Wärme, die können die doch überhaupt nicht halten. Schneehasen würden vielleicht in der Tundra wohnen. Aber doch nicht hier draußen. So, wo sind wir denn jetzt? Alles tot. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Ist denn jetzt mal so ein Vieh?
Wende mal, hier war eine Hütte und ich glaube, ich bin hier immer nach oben gelaufen. Das letzte Mal, als ich hier lang... Genau, den habe ich vorhin nicht erlegt. Das war irgendwas anderes. Hier habe ich die Viecher noch gekillt. Dann die hier. Und die Weltkarte sagt mir, ich muss erstmal weiter zurückgehen. Hier gab es doch noch was für den Wolfsclan. Na komm schon. Ich will Jenska seine blöde Quest endlich mal beenden. Seine Fälle geben und die Quest beenden. So. Wo ist der Jenska? Hier sind Bisons. Hier ist das Teil. Ich glaube, ich habe ihn wieder gefunden. Ich werde bekloppt. Ha. Einfach nur genial. Moment, wieder mal mit. Das sind ganz wichtig. Solange ich dieses blöde Talent noch nicht habe, so viele wie möglich von diesen Tränken noch mitnehmen. Ah. So, Eschäscher. Nee. Noch Eschäscher. Wo ist denn. Lisk, nö. Jorn, nö. Jenska, hier sind deine Fälle. Dann haben wir alles zusammen. Du bist ein guter Jäger. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Der Wolfsclan schon. Davon kann ich mir. Stimmt. Hier. Kompositbogen, war ja klar. 14.000 hat der auch noch über. Was ist das denn? Eine Kopfnuss. Kenne ich auch noch nicht. Einfach mal mitnehmen. So, dann könnte ich mir noch die restlichen 5 reinhauen. Behalten wir. Die 5000 kriegt er nicht. Genauso wenig wie die. Der Kompositbogen, den kann er eigentlich gleich wieder nehmen. Brauche ich nämlich nicht. Der sieht aber echt schön aus. Kann man nichts gegen sagen. Aber es ist halt nicht ganz so mein Style. Na gut. Die beiden Dinger haben wir schon mal fertig. Wolfsclan ist bei. Ist denn da überhaupt der Wolfsclan? Hinter mir irgendwo. Na gut, dann müsste ich dann wahrscheinlich diese Strecke hier noch weitergehen. Also erstmal zum Hammerclan. Das muss ja auch ja irgendwo sein, Mensch. Und vom Hammerclan aus sind es ja nur ein paar Meter, die ich hier laufen muss. Hier geht das drunter und drüber. Hier geht's nach oben, nach unten. Auf der Karte wirkt das gar nicht so. Da sieht es eher aus wie einfach nur ganz normales, breites Gebiet. Moment mal. Es kann sein, dass der Eingang in diesem... zu diesem Hammerclan gar nicht erst hier in der Nähe ist, sondern wo ganz anders. Hoffen wir mal, dass der Weg hier nach außen der richtige war. Also hier ist schon mal der. Der wurde rausgeschmissen. Dann gehen wir mal ein paar Meter weiter. So, ich würde jetzt zu gerne mal mit diesem Bogen das Ganze machen wollen wieder. Lang nicht mehr mit Bogen geschossen. So, wundervoll. Ach, egal. So, Goblins. Goblins sind scheiße. Gerade mal 101 Mana-Tränke. Sind doch hier bei, nicht bei den Dalmatinern. Ah, oh. Boah, dann mal Glück gehabt. So, und wieder einer. Ey, dass das immer durch die Viecher durchgehen muss, ey, das nervt. Komm schon. Ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen mehr das Fenster aufmachen. Das könnte vielleicht auch ein bisschen helfen. Im letzten Moment noch diesen blöden Stock angelegt. Gibt es denn hier noch nicht irgendeine andere. Irgendeinen anderen Magierstab? So, Hammerclan in die Richtung. Ist klar. Also, das sind wir schon mal richtig. Das ist gut, wenn wir richtig sind. Oh shit. Kack, hoffentlich gibt es hier keine zweiten oder dritten Schattenläufer.
Und das hat sich schon mal erledigt. Moment. Einer von denen wollte doch das Geheimnis der Druiden haben. Ich habe bis jetzt hier keinen Druiden im Norden gefunden. Und irgendwas greift mich an? Nee, es greift mich doch nicht an. Oh, scheiße. Aber irgendwas zieht hier jedes Mal sein Schwert und steckt es weg. Das kann doch nicht... Das können doch nicht wir sein. Wir nutzen doch so ein Shit gar nicht. So, na komm schon. Wundervoll. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich an Stats? 37 Stärke und 175 Jagdgeschick. Ein bisschen Jagdgeschick haben wir ja selber gelernt, aber der Rest ist ganz von allein gekommen. Also wohin geht's denn? Geradeaus, hier rüber, hier runter. Ja, hier geht's dann wirklich zum Wolfsclan. Wo will ich denn? Will ich jetzt zum Wolfsclan oder will ich lieber zum Hammerclan? Ich will irgendwie lieber zum Hammer. Ach komm, ja, wir gehen jetzt erstmal gegen Süden. Das ist scheißegal. Okay, das regt mich ein bisschen auf. So, bald müssen diese Viecher doch mal auf mich ausschalten. Auf mich zugedröhnt kommen. Nicht so cool. Wenn diese Blitze wenigstens ein bisschen mehr Schaden machen würden oder so. Oh, und wenn die mal treffen würden. So, hat sich das schon mal erledigt. Oh. Gerade sowas meine ich. Dann. Und dann auch noch sowas. Das letzte bisschen Zauberkraft, was man hatte, ne? Und das geht natürlich genau über den Gegner drüber. Weil das Aiming einfach nur totaler Schrott ist. Einfach nur bekloppt. Wenn die Gegner klein genug sind, schießt du automatisch immer über die drüber. Einfach nur voll von der Arsch. Das hätte so schön gemacht werden können, aber nein. Och, ey, komm, irgendwann ist nochmal gut hier. Entweder die sind genau vor dir und könnten dich im Grunde zerreißen. Haben wir echt Glück, dass wir das Spiel pausieren können. Ich glaube, ich würde sonst hier ein bisschen am Rad drehen. Würde es dieses Feature hier nicht geben. Ach du Scheiße. So, na dann. Okay, ein Schamane ist noch nicht mit dabei. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Irgend so ein Instant-AOE-Zauber. Das wäre mal so geil. Scheiße, war ja klar. Naja, wenigstens das. Tausende von Knüppeln, die man mal wieder nicht braucht. Eigentlich fast schon schade um das Niederschlagentalent, was ich mir irgendwann mal angetan habe. Alles nur, damit man die Möglichkeit hat, ziemlich schnell an Kohle ranzukommen. Und jetzt kann ich die ja eh alle einnicken lassen und nehme sie dann einfach so aus. Fühlt mich echt ein bisschen verarscht. So. Ugluts Fempwampe, okay. 2, 3. Ja, genau. Und dann schießt du einfach durch den durch, ne? Weil dem sonst nichts Besseres einfällt. Der fette Bastard ist tot. Was ist das denn? Also.
Wenn das Spiel ein was gut gemacht hat, dann ist das Atmosphäre und Dialog und Quest und Story. Was Spielmechanik angeht, kann man da noch ein bisschen dran drehen. Und wie man da dran drehen kann. Aber sonst gibt's hier auch nichts mehr. Der fette Bastard ist tot. Achievement unlocked. Nächster Säbelzahn-Tiger. Sollten ja nur zwei sein. Oh. Hat sich erledigt. Nirgendwo gibt's mehr was. So, aber wieso habe ich das Gefühl, ich komme nicht mehr zu diesem blöden Wolfscamp? Zu meiner Linken ist das irgendwo. Hier waren schon mal diese ganz normalen Jäger, oder? Mehr von denen. Wenn ich jetzt hier rüber gucke, wo sehe ich da? Ich sehe da ein Wolfslager. Okay, dann gucken wir da einfach mal durch. Bewegen wir uns einfach mal bis zum Wolfslager, der Rest kommt von alleine. So, also Mama-Clan können wir dann auch irgendwann. Alter, so viele Viecher zum Umhauen, das ist doch nicht mehr normal. Danach ist der Norden einfach nur eiskalt. Ohne Tiere, ohne Leben, ohne gar nichts. Das Einzige, was man sieht, sind Menschen. Und ich habe 4000 Pfeile. Ich habe noch nicht mal Pfeile gekauft in letzter Zeit. Ich habe trotzdem arschvoll. Voll Bison. Ja, alles klar. Ich könnte die eigentlich umhauen. Ja, ich werde die auch umhauen. So, da werden wir mal gucken. Eins von den Dingern werden wir angreifen. So, dann werden nämlich der Rest hier ankommen. War ja so klar, dass das nicht funktioniert. Ich könnte wieder reiern. Das ist aber auch genau so, dass in dem Moment, in dem das eigentlich vom Himmel runterregnen würde, die einen zuschlagen. Es ist nicht möglich, so weit wegzurennen und dieses Ding zu planen. Weil die Gegner genau so weit entfernt sind, dass sie dir immer in den Rücken fallen können. Das ist so scheiße. Echt, einfach nur bekloppt. So, aber wenigstens gibt es genug Erfahrung für die Dinger. Hast du 10 von den Dingern gekillt, hast du schon mal 2000 Erfahrung. Nicht und wieder nicht im Grunde. Genau. Oh, jetzt habe ich keinen Saft mehr. Ich fass es nicht. So. Jetzt wären es nur noch 3 Tee gewesen, aber nur gut. Wieder mal voll aufladen hier. Aus Versehen zum Hammerclan oder ähnliches habe ich ja nicht geguckt. Das hat schon so gepasst. So viel wie möglich umhauen. Ich brauche das alles nur für meine Erfahrung. Ja, 10.000 brauche ich nur noch. Gibt es hier sonst noch irgendwelche Viecher? Nö. Dann geht das immer an denen vorbei, wenn du es nur das nicht machen würde. Oh oh. Ey, sowas regt mich jetzt wirklich auf. So. Das ging genau durch das Ding durch. Das hat er nicht mal getroffen. Wenn es nur möglich wäre, Eiszauber gegen die zu nutzen. Dann wäre das ein bisschen OP, aber... Oh, aber ja klar.
Dann aufladen. Nochmal aufladen. Ah, Alter. Wer hat es denn bitte so eingestellt, dass wenn man schießt, genau auf eine fixe Höhe schießt? Eine Höhe, die sich überhaupt nicht einstellen lässt. Das ist ja mal totaler Beschiss, Mann. Oh, na klar. Und das Ding rennt und rennt und rennt. Also, hey, werde ich das ganze Spiel nur mit Pfeil und Bogen schießen? Oh, ich hätte so ein bisschen ein Problem. So, 89. Eigentlich wollte ich ein was machen. Ich wollte doch nur nach diesen Ahnengräbern suchen. Eins von denen ist es auf alle Fälle. Oh. Das ist schon mal gut. Ich habe nur kurz drauf gedrückt. Und es klappt nicht. Oh, scheiße. Wo kommt das Vieh an? Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Blöden Gegner, erscheinen immer aus dem Nichts. Kommt immer von rechts oder von links voll angesprungen. Kommt immer aus dem toten Winkel, so von schräg hinten. Das ist echt gemein. Moment mal, von hier sind wir doch eigentlich gekommen, oder? Oder auch nicht. Ja, meine Pflanze, nice. Die Biester sind schon mal tot, das ist gut. Weniger Ärger für mich. Ah, und diese Dinger sind auch noch am Leben. Also entweder bin ich so instant tot bei Kämpfen oder so halb. So lala Kämpfe oder so gibt es bei mir gar nicht erst. So, na dann machen wir erstmal den Säbelzahntiger kaputt. Ich will doch nur zum Wolfslager. Scheiße. Ach, das ist jetzt... Ich gehe extra ein bisschen weiter nach rechts, damit mich dieser Feuerball nicht trifft. Oh, dann geht der Dick trotzdem noch voll auf mich zu, ey. Das kann nicht, nee. Ich glaube, ich muss bei diesen Amuletten, in diesem komischen magischen Ring, das alles mal so umändern, damit es nicht mehr Mana bringt, sondern mal so... Verdammt, wo sind wir jetzt überhaupt? Ich weiß es gerade noch nicht mal, wo ich jetzt bin. Ich fass es nicht. Ich habe hier erst gespeichert. Nee. Ey, komm. Das ist doch Beschiss, Mann. Man ist das automatische Speichern sowas von gewöhnt. Dass man jetzt überhaupt nicht mehr ohne klarkommt. Ich dachte schon. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Und Nummer... So, 5 Schläge für 500. Naja, da machen wir doch lieber viele kleine Gegner tot. So, ist jetzt scheißegal, was das für andere Viecher waren. Ich habe eh nichts davon denen gekriegt. Der Wolfsclan, ja, ist klar. Zum Wolfsclan. Viele sagen, es geht zum Wolfsclan. So, wo ist jetzt... Oh. Aha. Ah, das ist doch... Nee, ey, komm. Ich will einfach nur zack, zack, zack. Der soll das Ding schwarten, den Gegner stunlocken und fertig ist der Lack.
Ich habe das vor allen Dingen zweimal hintergeballert. Der hat das eine nicht getroffen. Das kann denn nicht wahr sein. Er denkt sich, wieso nimmt man nicht einfach nur haufenweise Punkte und verbessert damit das Leben von allen? Und dann hat man auch weniger Ärger. So. Hat zwar keine Spezialfähigkeiten, aber dafür kann der Blitz gegen fast alles benutzt werden. Gegen vereiste Gegner, gegen... Das habe ich ganz vergessen. Und sowas habe ich jetzt gerade. Echt? Doch. Sowas muss jetzt echt nicht sein. Und dann kriege ich ihn hier mal so einen Frostzauber direkt ins Gesicht. Ah, doch nicht. So, dieses Hinlaufen zu den Gegnern ist eh überbewertet. Oh, was ist denn hier das für eine Scheiße, Mann? Die Viecher kommen von allen Seiten. Oh, ey. Blöder Toter. Ja, jetzt habe ich keinen Saft mehr. Mann, immer dieselbe Scheiße. Die Gegner kommen von links. Man hört die noch nicht mal. Sag mal, während die jetzt mal die Güte haben und sterben, das kann doch nicht angehen. Alter. Nicht mehr normal. Was ist denn jetzt dieser blöde Golem? So. Wenigstens das. Dieses blöde Sterben, ey, das nervt. Ist nicht so, dass es einfach nur scheiße ist, wenn man stirbt. Nee, das ist echt störend. Störend im Sinne von nervig. Vor allem treffe ich die Biester. Was ist denn hier verkehrt? Also was den Eiszauber angeht, der hat eine ziemlich hohe Hitbox. Ich denke mal fast, ich hätte die... Aber ja, klar. Ach, Alter. Blöden Magier. So, wo ist dieses Ding? War ja so klar. So, wo ist dieses Scheißding? Okay, erstmal speichern. Dann hau ich den sowas von in die Fresse. Ich mache ihn kaputt. Ich werde sein Gehirn aus seinem Schädel trinken. So. Hinter mir muss er doch gewesen sein. Oder ist jetzt? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich den aus Versehen getroffen? Das wird dann wahrscheinlich auf dieses aus Versehen hinauslaufen. Hm? Ja. So, wo ist dieser blöde Goblin-Schamane? Der einem so ein bisschen ans Bein gepisst hat die ganze Zeit. Na komm schon. Schwarzer Goblin. Goblin-Schamane, na also. Aus Versehen schon gekillt, naja. Besser aus Versehen als, naja, gewollt und immer hat es nicht funktioniert. So, wo ist jetzt diese? Da geht's zum Wolfslager. Ja, Mann, ey, hier geht's jedes Mal hoch und runter und rechts und links und... So, hier geht's auf alle Fälle lang. Hätte vielleicht eher am Hammerlager vorher mal Halt machen können. Ah, Mann, dann muss ich wieder diesen blöden Kackweg laufen. Also ich kann die Ripper schon mal one-hitten. Das ist gut. Das ist äußerst, äußerst günstig. Aber da müssen sie wirklich direkt auf mich zukommen und das Ganze mitmachen. Na, dann. Und ich muss mir das Ganze irgendwie mal abgewöhnen, anderweitig zu machen. Da haben wir sogar welche. Cool.
Gut, und bevor wir uns dann mal hier in den, ja, guten Weiten dieses Lagers umschauen, machen wir jetzt mal hier eine fixe Pause und dann geht's weiter. Also bis dann und ciao, ciao.